Mit herzlich gegrüßt und willkommen zurück zur 229. Folge beziehungsweise zur ersten Folge Let's Play Dragonflight. Yo! Beim letzten Mal in Storm Gendelt, wie gesagt, wir haben mal Draktus abgeschlossen gehabt, die komplette Questline, die es dort so gab. Und sind damit auch Stufe 60 geworden und jetzt steht das neue Add-on bevor. Und ohne große Umschweife, ich bin schon mal hingeflogen. Hier soll Furorion oder irgendjemand stehen. Nein, es ist Furorion selbst und auch die neuen Rufe, die ganz schön groß sind, im Gegensatz zu so einem kleinen Zwerg wie mich. Und Hochexakturalion. Warum sieht er so ein bisschen aus wie ein alter Anduin? Furorion fragt mich jetzt nicht, wo er her ist, ne? Ob wir ihn auch jetzt gerade in Shadowlands er auch rumlief oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Was haben wir denn noch so hier? Body? Also von dem Todesritt der Schworgen hier das Pet. Ja, dann starten wir doch mal fröhlich die Dracheninseln warten und es wird sich sicherlich irgendeine Videosequenz passieren. Schauen wir mal, ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich habe mich gerade mit Lord Kommandant Tyralion und seinen Verbündeten getroffen und sie haben die Einladung der Aspekte auf die Dracheninseln angenommen. Hab ja auch sonst nichts zu tun, ne? Ich schätze, euch sind die unbekannten Gesichter aufgefallen, die hier versammelt sind. Die Geflügelten nennen sich Draktyr. Sie kennen mich erst seit kurzem, sind aber schon große Bewunderer. Wo sind meine Manieren? Wir sollten uns unterhalten. Also Furorion, soweit ich weiß, ist nie auf der Dracheninsel gewesen früher. Ich weiß nicht, wo Onyxia und Todesschwinge. Ich muss hier mein Mikro ein bisschen, mein Headset ein bisschen bequemer einstellen. Wo sie ihn geboren und rausgeschmissen haben aus seinem Jugendzimmer, weiß ich leider nicht genau. Aber laut meinen Infos war Furorion selbst nie auf den Dracheninseln. Das könnte spannend werden. Und damit startet die Videosequenz. Es freut mich, dass ihr unserem Ruf zu den Dracheninseln gefolgt seid. Jetzt sitzt alles. Lord Kommandant. In den dunklen Tagen des Kataklysmus haben die Aspekte große Opfer für uns erbracht. Die Allianz wird dem Ruf folgen und einmal mehr an der Seite der Drachen stehen. Ne? Alex Trasa wird das sicher sehr schätzen. Kommt schon gleich angebrottet. Aber darauf bestehen, dass ihr keinen alten Streit an ihre Küsten bringt. Ja, das war ja klar. Mein Wort, dass dies eine Expedition sein wird, kein Militärmanöver. Ich habe die Forscherliga angewiesen, mit der Archäologischen Akademie zusammenzuarbeiten. Wo auch immer die ist. Denkt nur an all das uralte Wissen, das wir gemeinsam entdecken können. Die Dracheninseln sind unsere Heimat. Kein Ort zum Plündern für Fremde. Die Draktyr begleiten die Allianz auf dieser Reise. Aber es braucht Zeit, das Vertrauen aufzubauen. Als Soldat teile ich euer Misstrauen, Azurathel. Fabelhaft. Schon habt ihr zwei Gemeinsamkeiten. Natürlich. Dann beginnen wir die Reisevorbereitungen. Ich sag nur Pandaria, ne? Die Dracheninseln warten. Wo wir friedlich mit der anderen Seite, naja, mehr oder weniger auf Pandaren eingekloppt haben. Gut, wer ist Ben? Erfreut euch kennenzulernen. Expeditionskoordinaten. Mein Name ist Toddy. Ich trommle unseren Trupp von fröhlichen Abenteuern unter dem Banner der Drachenschuppen-Expedition zusammen. Das klingt nach Ruffraktion, die wir auf Ehrfürchtig bringen müssen. Im Moment sollten wir uns darauf konzentrieren, die Mannschaft zu versammeln. Jede Expedition, die was auf sich hält, hat abwechslungsreiche Mitglieder. Wir brauchen gelehrte Handwerker und natürlich Forscher. Ich kann verzaubern und entzaubern. Reicht das? Die Obsidian-Wichter. Die Begeisterung dieser Toddy ist bewundernswert. Ich hoffe nur... Tschüss, Toddy. Vor lauter Enthusiasmus nicht die Gefahren ignoriert und es auf den Dracheninseln erwartet. Dennoch, die Obsidian-Wächter sind zum Schutze der Expedition verpflichtet. Die anderen Daktyr erkunden die Stadt, sucht meinen treuen Leutnant. Okay, und den Rest sehen wir denn schon. So treffen wir uns wieder, Champion. Gut, also wir sollen Leute zusammentrommeln, damit wir unterwegs sein können. Und dann können wir unseren coolen neuen Drachen ausprobieren, der echt fesch aussieht. Wo ich aber letztes Mal gesagt habe, es wäre noch cooler gewesen, weil der so ein grüner Drachenschwarmdrache ja ist. Der Traumweber. Wenn der so ein bisschen die Jahreszeiten wechseln könnte, das wäre lustig. Weil er hier so orange Blätter drin hat.
Wäre lustig, wenn er die verliert im Winter. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, irgendwo hier sollen wir einen mitnehmen. Ach da, da leuchtet es schon. Habt ihr meinen Schraubenschlüssel gesehen? Du sollst mitkommen. Neue Abenteuer? Bin dabei. Und dass sie ihn einfach mal entführen. Dann ins Handelsdistrikt. Ihr wisst gar nicht, wie schön das ist, endlich jetzt Sprachausgabe hier zu haben im Vergleich zu anderen Add-ons. Wenn ihr das noch wisst. Ja, wo man wirklich nur Text hatte, auch bei den kleinen NPCs. Oder nicht mal, besser gesagt, auch bei den großen keine Sprachausgabe hatte. Das macht schon sehr viel, ja, zu, wie man sagt, die Immersion aus. Irgendwie den Dumbler. Platz, bitte! Meine Bewunderer brauchen genügend Raum, um meine überwältigende Präsenz zu verkraften. Gebt auf euch Acht! Okay, der nervt jetzt schon. Die Pflicht ruft. Aber es könnte lustig werden. Bitte? Ich muss mir einen Namen auf den prächtigen Dracheninseln machen. Gut, dann fliegen wir erstmal zum Hafen, bevor wir zum Obsidianwächter gehen. Beziehungsweise fliegen. Ah, ist das schön, endlich mal wieder in Stormwind zu sein, nach so vielen Add-ons Abwesenheit. Nach Legion, huch. Wenn so ein Mikrofon vor den Fingern ist, ne? Nach Legion und BFA und ja auch Shadowlands, wo man ja komplett weg vom Schuss war, wie ihr wisst. Bist du das? Ich habe mich verrechnet. Verrechnet? Keine Panik. Darauf sind wir vorbereitet. Oh Gott, ein Hamburger. Ich hoffe, ihr seid bereit. Was für eine Jeppe. Eine Expedition zu den... Was ist das für eine Schüler? Also soll Gnomen sein, eine Mecha-Gnomen. Alles klar. Gibt es bestimmt viele Gipfel zu bestanden. Die Frisur war mir noch so unbekannt. Ende, Schüler. Wir brechen auf. Oh Gott, wie ich dieses... aufgezwungene Hamburger... ja. In diesem Spiel nicht leiden kann. Vergesst nicht zu schreiben. Das fühlt sich so aufgezwungen an. In Hamburg ist das viel schöner. So, und dann muss man das nachher da, die Koordinaten. Warum hänge ich jetzt am Haus fest? Abgeben. Damit man zu den Dracheninseln kann. Das soll angeblich noch umgebaut werden, dass hier an dem Steg hier hinten auf der Karte, dass ja, das so ein bisschen anders wird. Aber mal sehen. Bist du oben drauf? Bist du im Dungeon? Ne, obendrauf. Hallo, meine Freunde. Das sind alle, Farben. Ne, sind aber die neuen. Okay, also du sollst auch mitkommen. Dieses Kratzige in der Stimme, ne? Ich weiß nicht. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber wie gesagt, wieso darf ich jetzt hier nicht fliegen? Aber wie gesagt, das ist genauso wie... mit diesem hamburgischen Dialekt oder nordischen Dialekt. In BFA, da war das ja auch so. Auch wenn wir es nur kurz gespielt haben, BFA. Durch die ganzen Level-Squishes, die es da ja gab zu der Zeit. Gut. Also Schiff steht bereit. Schwildfeder, die Energie wirst du bald noch brauchen. Hallo, meine Freunde. Dann mal los. Es gibt viel zu tun. Ich kann eure Entdeckungen kaum erwarten. So, muss ich jetzt aufs Schiff oder? Okay. Ach Hexerei! Gott, Katka. Wir werden angegriffen. Das ganz musst du gerade sagen. Dordi. Er ist ein Freund. Ein Freund. Weiß gar nicht mehr, woher die beiden sich kennen. Tschüss, Schiff. Aber ich glaube, du fährst eh nach Boralos. Entschuldigt, meine. Gut, hallo, es ist lange her und ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um zu plaudern. Darf ich dich erstmal vorlesen, bevor du quasselst? Aber ich hatte gerade eine recht einhellende, nein, aber eher unheilvolle, ja, eine unheilvolle Unterhaltung mit einem alten Freund. Bestimmt Furorion, oder? Katka fragen, was passiert ist. Dann zeig uns mal, was passiert ist. Nächste Videosequenz. Ah, die habe ich schon gesehen, die kenne ich schon. Aber jetzt auch hier live. Die ist eigentlich ganz interessant. Ich hatte nicht so bald wieder mit euch gerechnet, mein Freund. Nachdem ihr dem Ruf zu den Inseln gefolgt seid. Etwas ist geschehen, Katka. Etwas Schreckliches. Kallegos. Sagt es mir.
es ging alles so schnell. Ist der Kaligos nicht eigentlich tot sein, oder verwechsel ich den gerade? Jung wie er ist, war so mutig. Mit dem anderen blauen Drachen. Es verhindern zu wollen. Aber er kam zu spät. Der Sturm war bereits entfesselt. Die Frage ist, wer hat den oder die freigelassen? Sie ließ mich am Leben. Als Bote. Also sie. Sie kommen, um die ganze Welt vom Schmutz der Titanen zu läutern. Alexstrasza, wer ist das? Was ist das? Ah, Alexstrasza ist so cool, das ne? Das ist Rassageth. Jüngste der Urinkarnationen. Inkarnationen? Also gibt's noch schlimmere. Vier gefährliche Anhänger der Elementarkräfte. Ich mag seine Stimme. Mit der Benennung der Aspekte nahmen wir die Geschenke der Titanen an. Sie taten es nicht. Der darauffolgende Krieg war entsetzlich. Nur mit all unserer Kraft konnten wir sie verbannen. Ja, und wenn Kraft so haben sie gefährlich nicht mehr. Waren, warum wurden sie nicht zerstört? Dank Todesschwinge. Ich brachte es nicht übers Herz. Wir waren einst wie Geschwister. Mit der Zeit ist ihr Zorn nicht verebbt. Seht uns an. Wenn sie ihre Geschwister befreit, können wir sie nicht aufhalten. Und falls Iridikons Gier entfesselt wird, na, sag nicht diesen Namen. Keine Wahl. Wenn wir wieder die Beschützer sein wollen, müssen die Aspekte unserer Schwärme sich wieder erheben. Okay, also wir müssen die Aspekte wieder zu Kräften bringen. Unsere Königin ist entschlossen, Khadgar. Aber wir finden gerade erst wieder zu uns selbst. Und ich fürchte, ohne Hilfe werden wir niemals die Chance haben, unsere Zukunft zu sichern. Dann scheint es, als müssten die Sterblichen wohl auch diesem Aufruf folgen und diesem Sturm die Stirn bieten. Warum sei Fenster eigentlich kaputt? Oder kam da Kaligos durch? Also, ich denke mal, thematisch, da ja erst ein von dieser Urinkarnation ja wieder auf freiem Fuße ist, wer auch immer das war, es wird sicherlich nicht Sylvanas gewesen sein, von der haben wir, glaube ich, die Schnauze voll. Es wird so ein bisschen Richtung apokalyptische Reiter gehen, denke ich. Sonst wären es keine vier Drachen. Das macht total Sinn, dass wir hier thematisch in Richtung apokalyptische Reiter gehen. Nur auf WoW bezogen eben, ne? Im Großteil der Neuigkeiten, unsere erste Expedition ist auf den Dracheninseln gelandet. Dank eurer Bemühungen und denen der anderen Mitglieder haben wir einen geschützten Landeplatz eingerichtet. Oh, das ist ja nett. Ja. Bis zum nächsten. Das Expeditionsboot sollte bald hier sein. Sogar mit Timer. Mit jemandem an. Es gibt viel zu entdecken. Oh, moderne. mit Ablaufzeit. Damit man bloß nicht ins falsche Schiffchen einsteigt. Weil jetzt kommt nochmal Boralus. Und wieder. Gut, jetzt muss man hier warten. Na super. Aber kann ich dich belästigen? So viele nee. Möglichkeiten. Jetzt muss man hier wirklich stehen und warten. Oh, der sieht ja cool aus. Ich kann ihn nicht anwählen. Warum nicht jetzt? Hexenmeister, Dunkeleisenzwerg, cool. Zieht was auf? Tja, also bleibt uns nichts anderes über, als jetzt irgendwie 3 Minuten rumkriegen zu müssen. Das ist sehr interessant. Ja, was machen wir denn so lange? meine Portale gehen immer noch nicht. Ich kann ja mal in die Berufe reingucken, ob man hier irgendwie erkennt, wie das neue System okay, das ist nur ein Link sein soll, aber ich glaube, das bringt uns nicht viel, weil wir immer noch quasi auf Shadowlands getrimmt sind, würde ich mal meinen. Ja, mit dem ganzen Schleierstoff.
Und er sagt uns, was wir hier alles machen können, beziehungsweise uns fehlt ja der Faden aus dem Handwerksladen. Oder halt auch ein bisschen Zeug vom Verzaubern. Warum verlernt? Warum steht da verlernt drauf? Das weiß ich nicht so ganz. Verbände ist klar. Verbände bringt mir aber keinen Punkt, sonst würde es ja davor stehen. Handtücher. Oder ne, 87 Punkte bringt das doch bestimmt nicht, oder? Kann er mal einen machen? Nee. Ich denke mal, man muss schon die nehmen hier, wo die Pfeile in der sind. Und ich stehe ja auch die Zahl davor. Der schwere Verband würde, glaube ich, einen Punkt bringen, würde ich mal meinen. Ja, garantiert Chance auf einen Punkt. Er braucht zwei Schleierstoffe, das andere verbraucht er mehr. 30 Stück. Ja, gut, dann kann ich da mal ein bisschen. Kann ich? Also Rezept verlernt. Ah, jetzt verstehe ich, was ihr meint. Ich muss das. Ah, durch die Umstellung sind die Rezepte rausgeflogen. Deswegen, die muss ich neu kaufen. Na, das ist ja sehr nett. So, das kann ich. Und deswegen steht verlernt darüber, optional. Boah, 2500 Gold für ein Rezept. Okay, interessant. Interessant, auf jeden Fall. Die Umstellung, wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich mich da so durchbuck. Vermutlich werde ich da mal irgendwie ein bisschen twinken oder so. Weil da sonst siehst du hier gar nicht durch, wie das gemeint ist. Es wird nichts erklärt. Außer hier so, naja, man liest sich das hier so durch, aber... Ah ja, ne? Werden wir schon rausfinden. So sind die 3 Minuten um. Das war die Schneiderei übrigens innerhalb von 3 Minuten. Fäustlinge kann ich. Die sind sogar besser als das, was ich habe, wa? Ah, ne, zum Glück nicht. Das wäre jetzt peinlich. Wenn das besser wäre. So, hier soll irgendwas passieren in 24 Sekunden. Alle stehen und warten mit ihren Twinks wahrscheinlich schon. Zum größten Teil. Dann zeigt mal, was ihr da habt. Ne, das lieber nicht. Das möchtest du nicht sehen. Tschüss. Okay, liegende Katze. Oder ist wahrscheinlich das hier das richtige Schiff? Ja, stehen Drachen drauf. Ahoi, Forscher! Ah, die abgewitzte Drachenschuppe. Das Abenteuer wartet, Freunde. Aber ist natürlich ja, interessant, dass das ein BFA-Schiff ist. Auf den Dracheninseln bekommt ihr reichlich Bilder, Wolfhard. Stellt euch vor, was für unheimliche Wunder wir entdecken werden. Würden wir uns alle in meine Maulwurfmaschine quetschen, wären wir schneller dort. Wir Draktyr würden eher heimfliegen, als in einem Holzgefäß auf den Wellen zu treiben. Aber ich habe geschworen, eure Expedition zu begleiten. Also, auf in die Wellen. Gut, dann gucken wir uns mal ein bisschen auf dem Schiff um, bis hier so der Ladebildschirm uns wegknallt. Was habt ihr zu erzählen? Wen Worge liegt hier? Eckmatrose schläft. Was kann ich für euch tun? Wir sind verbunden durch einen gemeinsamen Feind. Gut, scheint loszugehen. Eines eurer Luftschiffe wäre sicherlich wesentlich schneller als dieses Boot, oder? Jetzt mal einen Seelenbrunnen gemacht, sehr nett. Mitten durch einen Himmel voller Drachen fliegen? Unsere Gezeiten gibt's hier vorne schönes schon bei der Arbeit. Und besten Plätze besetzt. Es ist verständlich, dass flugunfähige Kreaturen Angst davor haben. Wo guckst du hin? Naja, ich sag mir nichts mehr dazu. Ich sah auch alles da. Pandare, Worgen, Gnomen und Ladebildschirm. Ich kann jetzt nicht, jetzt klingelt's. Ja, Moment. Kann ich jetzt nicht aufmachen hier. So. Wie kann ich euch helfen? Soll ich mich auch noch beeilen, ne? Bevor wir hier anlanden. Schau, Wildfeder. Es gibt ein ganzes neues Land zu erkunden. Ja, schon wieder. Berge zu erklimmen. Ruinen zu erforschen. Neue Arten zu entdecken.
So, wo landen wir denn? Ach, da hinten. Okay, wir paddeln noch ein bisschen. Anzufertigen. Autogramme berühmter Drachen zu ergattern und sie sehr teuer weiter zu verkaufen. Konzentriert euch, Obsidianwächter. Bleibt wachsam. Haltet die Ohren steif, ja? Das ist wirklich ein Boralus-Schiff, also von den Sachen her. Sehr interessant. Wenn ich wohne in der Klingel, nichts Wichtiges, ne? Nicht, dass ihr hier meint, ich wimmel hier irgendwie die fremde Leute ab, aber doch eigentlich schon. Indem man so tut, als ob man nicht zu Hause ist. Hatte schon lange nicht. Das war irgendwie in Folge 3 oder 4 oder so. Da gab's das. Da gab's auch noch keine Kamera, also kein Bild von mir. Da war aber wirklich die Post am Klingeln. Aber um die Uhrzeit klingelt keine Post. Definitiv nicht. Gott, wie sie alle losstürmen. Gott, die Lücke soll ich schaffen. Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Plopp! Drachen-Inseln, Forscher. Sehr geil. Ja, haut mal alle ab. Dann habe ich ein bisschen Ruhe. Auf zum nächsten Abenteuer. Aber hinter mir ist doch was angepinkt. Also, na gut, das Schiff ist angepinkt. Was ist noch voll hier? Aber gut, das ist ja auch Sonntag, ne? Gut, wir gehen immer mal mit Bedacht vor. Und haben die Einführung ja auch hinter uns. Rettet drei Mitglieder der Drachenschuppen-Expedition. Dafür kriegen wir auch den Ruhm quasi freigeschaltet. Dann, ja, hier gibt es sofort Rufpunkte. Urproto-Drachen an der wilden Küste töten. Lesen wir ein bisschen. Ich könnte schwören, dass diese Protodrachen jedes Mal, wenn ich ihnen den Rücken zuwende, näher an das Lager herankommen. Das sind nicht die Drachen, die Forion uns vorstellen wollte. Die Protodrachen sind skrupellose Raubtiere, mit denen man nicht verhandeln kann. Wir müssen ebenso skrupellos sein. Ihr wisst schon, dass wir Protodrachen reiten können, oder? Hat das jemand den Draktür erzählt? Die Obsidianwächter stehen wohl nicht. Erhobenen Hauptes. Und lass Übungsmaterialien. Urproto-Welpenschuppen. Ja gut, das ist klar. Wenn wir Protodrachen... Wir sollten besser weiter. Umhauen sollen, so gibt es hier einen Ruhestein. Ja, das sehe ich schon auf der Karte. Sie könnte angegriffen werden. Sollte das der Fall sein, bin ich bereit, meine Verbündeten zu verteidigen. Also täuscht es mich oder hat der Typ hier, Mr. Asuratel, die Stimme von Optimus Prime? Ich mag mich täuschen, aber ich glaube ja, ne? Ja, gucken wir uns noch mal ein bisschen um hier. Hier gibt es nämlich noch einen Quest hier hinten. Ein Angelquest, oh Gott, ja. Was haben wir erst vermisst? Tretet näher und bloß nicht nuscheln. Und eine Schildkröte, die Fisch abwischt. Habt ihr Entwürfe? Angeln? Angeln haben wir doch. Angeln war doch irgendwie neu hier. Aber ich glaube, das ist nur noch, genau, das Symbol. Und er richtet mich im Angeln. Oh Gott, 100 Gold. Boah, Gott. Haben wir ja sonst nichts zu tun, aber haben wir das schon mal fertig. Keine Störungen zu verzeichnen. Ach, das war das Quest schon, oder? Auch Kunst? Oh, dass ich es neu lernen muss, leckt mich doch. Das ist nicht mehr hier drin? Warum er mir das reinpackt? Wie kann ich behilflich sein? Ach, das war schon das, in Anführungszeichen, Quest wohl. Aber wo er mir die Fische jetzt reingehauen hat, macht mir nicht. Aber es ist wahrscheinlich damit gemeint, oder? Nee. Ich verstehe es nicht, diese neuen Dinger hier. Und Angeln, wenn ich Angeln drücke, macht er mir die Angel an. Habe ich denn hier noch irgendwas Neues? Angeln. Angler. Ah, das ist nämlich neu. Das habe ich gesucht. Geh mal die Katze weg. Ja, ein bisschen neu sortieren hier. Das gehört dahin, das gehört dahin. Das ist mein Essenszaubern. Dann rutscht immer ein Piefer. Dann rot zu rot. So sieht das gut aus. Ah, es gibt jetzt ein Angeltagebuch. Okay. Das habe ich irgendwie verpeilt. Darüber können wir dann die neuen Viecher hier angeln. Alles klar. Ja, mit den Berufen müssen wir uns mal in irgendeiner Sondersendung beschäftigen. So, bevor ich jetzt hier zu viel quatsche, holen wir uns noch schnell einen Ruhestein. Hey! Alles klar. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Ich möchte zu meinem Heimatort machen. So noch was Schönes? Nö. Und da müssen sich alle wohl in dieses kleine Zelt quetschen. Na gut, es zählt das Lagerfeuer. Genau, hier können wir uns hinsetzen. Das ist doch ein schönes Endbild. Ja, das war die
eigentlich sehr kurzweilige Einführung von Dragonflight. Ja, erste Folge Let's Play Dragonflight, beziehungsweise Folge 229, habe ich ja schon gesagt. Und ja, ich freue mich drauf. Ab ins neue Add-on. Wie gesagt, denkt dran, es geht auf Weihnachten zu, ne, kalendermäßig. Es wird jetzt im Dezember nicht ganz so viele Folgen geben. Liegt einfach an den Feiertagen. Und ja, ansonsten, wir werden sicherlich viel Spaß und Freude haben mit dem neuen Add-on. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und dann danke ich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Ehre.